Bis hier in 20 Minuten, also schon ganz zackig. Da sollen wir rüber. Frag mich nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Was senkrecht hoch hier, Alter. Gibt immer das geile Panorama. Der Mond ist auch schon draußen. Wow. Aus so einem Grund sind wir hier. Das war meine. Um uns herum, das war nicht schlecht. Ich sehe es gerade, die habe ich drin. Geil. Ja, doch, normal, ich habe Mann. Ich habe doch gedacht, der hat doch gut gerade, ich habe die Waffen doch gesehen, ey. Das hier ist ein typischer Fund in Tadschikistan. Das ist die Feder eines Stachelschweines. Sauscharf, die Teile. Das sieht nicht so scharf aus, aber wir haben schon welche gehabt, die waren wie ein Skalpell. Das hier sind die Lehmhütten, die gelegentlich von den Schäfern oder wer auch immer hier oben sein Unwesen treibt, besucht werden. Einladend. Das weiß ich jetzt wahrscheinlich die Türklingel. Die Fenster müssen auch mal wieder gemacht werden. So, die Tür ist nicht gekehrt. Ist doch in jedem Land dasselbe. Ist doch zum Kotzen.
Was hast du da so gesagt? Dass ich einen riesen Durst habe und mich nach Bierchen freue und Wasser und Cola. Wie anstrengend das war. Du hast schon echt gelüstet, wie bei jemand, der so eine krasse Fulltime-Diät gemacht hat. Ja. Voll auf Entschlackung gerade. Gespannt, wie viel Kilo. Du kommst wahrscheinlich mit 64 Kilo nach Hause. Ja. Ich bin froh, wenn wir jetzt einen Abschied noch geschafft haben. Denn hier liegt der Jagdmichel, so wie Gott ihn schuf. Nach seiner krassen Tortur, er ist gestern 3 Stunden lang durch die Berge gepirscht. Die haben sich auch noch im Weg vertan und er ist durch die Dornbüsche durch und hat wahrscheinlich nur noch nach Mama geschrien und Papa. Aber irgendwie hat er es an eine Wiese geschafft, wo anscheinend alles voller Sauen war, und hat da 2 Keiler hingelatzt und einen sogar noch im helllichten Tag. Aber er kann es noch nicht so richtig wahrhaben und genießen, weil er im Geiste völlig bei seiner Cola ist. Und vielleicht auch bei dem Abstieg, den wir noch vor uns haben, weil der wird auch nicht so ganz ohne werden. Ja, wird ziemlich steil und das Ganze nach unten. Müssen wir aufpassen. Was wir hier sehen, ist das Objekt der Begierde. Das ist der Maulbeerbaum, der jetzt im Moment in dem Bereich Juni, Juli von den Sauen in Tadschikistan ganz stark angelaufen wird. Man hat sonst nicht so viel Nahrung und aus dem Grund spezialisieren sich die Sauen, aber auch anderes Wild wie Füchse, wie Stachelschweine, wie Bären auf diesen Baum und laufen die ganz gezielt an. Also so ein Maulbeerbaum ist sowas wie eine natürliche Kehrung, wo die Sauen im nächtlichen Rhythmus ihre Tour machen und die Maulbeeren, die über Nacht runtergefallen sind, aufnehmen und wo man letztendlich auch ansitzen kann. Häufig befinden sich diese Ansitzschirme ziemlich nah an den Bäumen dran, so auf 15 bis 20 Meter, sodass einem richtig das Blut in den Adern gefriert, weil die Sauen dann wirklich ganz nah an einem dran sind und man auf jeden Fall darauf aufpassen muss, wirklich dann auch schön leise zu sein und nicht im allerletzten Moment den Keiler durch ein unnötiges Geräusch zu verduseln. Das hier sind die Maulbeeren, auf die Sauen und andere Tierarten so abartig abfahren. Es gibt eine weiße Sorte und eine schwarze Sorte. Das ist jetzt alles die weiße Sorte. Wobei die dunkleren von denen, die schon so ein bisschen wie Weintrauben aussehen, wirklich saftig sind und süß sind. Das sind die wirklich reifen Maulbeeren. Und auf die stürzen sich die Sauen und das andere Wild. Und schmecken auch selbst total lecker. Also wir haben schon überlegt, ob wir so eine Art Maulbeeren-Diät in Deutschland einführen sollen. Ist auf jeden Fall sehr lecker und sicher auch total gesund. Also, wenn ihr zu Hause normalerweise Schokoriegel esst, dann ist ab sofort die Maulbeere angesagt. Echt super, geht richtig gut. Zeig mal. Ich nehme die helle. Die schmeckt schon wie so eine Rosine, muss ich jetzt sagen. So, im Abgang, ein gutes Bouquet, sehr aromatisch, schmeckt ein bisschen nach Zeder, Pflaume, Traube, schleicht dann so ganz gediegen aus. Heute ist der letzte Jagdtag in Tadschikistan. Es wurde ein kleiner Aufgang versprochen, aber wir haben uns schon wieder innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich 300 Höhenmeter nach oben gewühlt. Wir sind schon wieder ziemlich fix und foxy. Es soll noch weitergehen. Also wir sind wohl noch lange nicht im Jagdgebiet, sondern ich denke, dass wir sicher noch mal so eine Stunde aufsteigen werden. Man muss hier echt kämpfen. Das ist so anstrengend, aber genau das macht den Reiz der Jagd aus. Dass du kämpfen musst und Strapazen über dich ergehen lassen musst, um dann irgendwann am Ziel zu sein. Oder auch nicht. Da unten kommt der Jagdmichel. Der ist heute schon eine Stunde länger gelaufen als ich. Hat 2 Keiler geschossen und hat jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz die Motivation wie ich, der gerne noch Strecke machen möchte. Aber er kämpft.
Jagdfreunde, hier ist der Jagdmichel. Die letzten Tage waren derart anstrengend, dass meine Reserven jetzt am letzten Abend, am letzten Jagdtag aufgebraucht sind. Unwahrscheinlich anstrengend hier hochzulaufen. Es war immer noch sicherlich 30 Grad. Und ja, mir fehlen die Worte. Immer wieder eine Herausforderung, das zu sagen. Das ist ein Kämpfen und ein Jagen gleichermaßen. Ja. Aber wir wollten es ja so. Guck mal hier, da ist schon der Medwerf am Maulbeerbaum. Aha, der erste. Ein Brummbär, der sich da gütlich tut. Ja. جدایی تو روزی واپسی نیمنه این آلا هم نفر.